Hallo und herzlich willkommen, liebe Eisbär-Fans. Und ja, hier sind wir wieder im Spieltag 8. Eisbären gegen Mannheim. Mannheim haben schon 20 Punkte und sind erste mit 22 Punkten. Und die spielen heute gegen ihren Rivalen und 6. Platz Berlin. Und Sie, liebe Eisbär-Fans, liebe Zuschauer, sind natürlich ganz herzlich dazu eingeladen, dieses Spiel zu verfolgen, zu schauen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal gleich in die Partie. Die Eisbären ja im letzten Spiel mit einem 5:2 Sieg gegen Ingolstadt. Und das war schon ein super Spiel im letzten Spiel. genau. Und mit so einer Leistung möchte ich die Eisbären heute auch wieder sehen. Das Bulli geht auf jeden Fall schon mal los. Und die Eisbären in den blauen Trikots jetzt im Puckbesitz über Dupont. Und der Puck geht auf Ranke. Ranke über die Bande. Versucht Busch zu erreichen. Der ist ein bisschen zu langsam für Stuart. Und dann geht's wieder. Sollte es über Mancury gehen? Nee. Jetzt erstmal Shepard auf Busch. Und jetzt gibt's erstmal die Mannheimer Strafe. Die Strafe trifft auf jeden Fall für Beinstrengs. Corvo Koyakovo. Oh, hart umkämpftes Spiel schon mal gleich. Die Eisbären im frühen Powerplay. Ja, und solche Leute wie Blake Parlett. Ja, Verteidigung sind die, nutzen sowas auch spielerisch aus. Jetzt erstmal James Shepard an der Scheibe. Die können sich ja Zeit lassen. Shepard. Und in der Mitte auf Rankel. Shepard aber noch im Puckbesitz. Und jetzt hat Konstantin Braun die Scheibe und versucht sich auch dementsprechend durchzusetzen. Kommt gegen Roy nicht ganz an. Jetzt muss Palette hinten hier sichern. Dicht gefolgt von Mannheimer Angreifer. Aber jetzt der lange Pass auf Petersen. Und der ist schon wieder vorm Tor der Mannheimer. Und jetzt Shepard wieder auf Dupont war das, aber Shepard hat immer noch den Puck. Und da ist es Rankel, der auf das halbe Tor leider nicht treffen konnte, weil Endras eben auch schnell war. Leeres Tor jetzt. Also es wird anscheinend eine Strafe gegen die Eisbären geben. Und die Strafe trifft. Das sagt der Stadionsprecher gleich an. Für Stockschlag bekommt André Ranke die Strafe. Und jetzt aber im Konter Nöbels und Oppenheimer da mit dem Spielversuch. Und jetzt kommen die Mannheimer mit dem Angriff. Schönes Tänzchen da. Aber jetzt geht es auch wieder ins Mannheimer Drittel mit Oppenheimer. Jetzt Mannheim also ein Powerplay. Berlin also in Unterzahl. Ja, Richmond, der ehemalige Mannheimer. Letzte Saison noch bei den Adler Mannheim. Und heute Oppenheimer, der vergisst da die Scheibe. Und da fällt dann auch das Tor. Und nun Konstantin Braun. Also das frühe Tor für die Adler Mannheim, aber Berlin kämpft. Das ist das Gute dran. Seguchi und Marcel Gotsch. Und alle hängen hinterher, alle Eisbären. Und dann war es McMurchy, glaube ich. Jetzt wieder so Gucci auf Stuart. Und dann hätte es auch schon wieder beinahe gescheppert. Und jetzt Blake Palette, der kann sich die Scheibe auch noch holen. Und dann wird er aber dementsprechend gehindert. Und das gibt ein
Penalty? Nee, was gibt's denn jetzt? Ein Tor wurde verschoben. Von Behanen das Tor. Da. Da verstehe ich genau, was da jetzt gerade abgelaufen ist. Anscheinend abseits. Ich bin mir nicht sicher, was da gerade passiert ist. Gibt Bulli auf jeden Fall. Am Abseits Bulli. Dass die Eisbären gewonnen haben und jetzt McQueen. Mit der Hakenpass. Zur Mitte versuche, aber jetzt wieder der Konter von King. Über King und dann Plachter. Und völlig alleine. Kein Eisbär-Verteidiger. Jetzt konnte Team Braun auf Backman. Der lange Pass versucht. Backman hatte ihn, aber dann wurde er von der Scheibe weggecheckt. Und ja, die Mannheimer, die nutzen das beinahe zu zweit aus. Nicht gerade sehr gut. Und nun André Rankel. Und Konter, schöne Bewegung, aber leider an Johnson die Scheibe auch wieder abgegeben. Und jetzt geht sie an Baxman, die Scheibe. Jetzt die Eisbären also mit einem Konterversuch. James Shepard probiert mal. Und nun Hördler anscheinend besitzt. Und jetzt wieder ein guter Pass auf Shepard. Und Shepard hatte versucht, Busch da irgendwie drüber zu erreichen. Ja, und Rankel. Oh, das war ein Tor. Aber Rankel hatte auch leider abseits. Ja, Martin Buchwieser ist jetzt auch wieder anwesend. Das sehen wir hier gerade. Der war für ein paar Spiele nicht da. War er wahrscheinlich verletzt. Und jetzt Luke Adam mit einer schönen Bewegung. Kommt aber an Behan nicht ganz vorbei. Jetzt Winston Tesla. Nach hinten zu Richmond. Ja, da wird Richmond auch ordentlich festgehalten. Und jetzt die Mega-Chance für Garrett Festerling gewesen. Dennis Sparks, Stuart. Und dann kommt der Schlagschuss von hinten. Jetzt die Mannheimer immer noch mit Spar, der jetzt hinter Behanen probiert, aber die Eisbären klären. Und jetzt Dupont auf einen Langpass mit Marcel Nöbitz oder mit einem Pass auf Marcel Nöbitz, also ein Konterversuch war da. Nöbitz wurde aber gehindert und jetzt versteht er sich da auch nicht so ganz mit Stuart. Und oh. Oh Mann, oh Mann. Jetzt McQueen. Und der macht das Tor. 1:1. 53,7 Sekunden vor Ende des ersten Drittels macht Jamie McQueen natürlich das Tor. Und McQueen wieder. Und Backman. Hat die Scheibe an Marcel Gottsch verloren. Ja, und Palett sorgt dann dafür, dass... Oh, die Scheibe ist ordentlich geflogen. Palett. Also nach dem ersten Drittel steht es 1:1. Heute relativ gutes Spiel, hart umkämpft. Die Eisbären gewannen auf jeden Fall 4 Bullies mehr als Mannheim. Dieses haben sie aber allerdings wieder verloren. Die Eröffnungsbully gewinnt ja Shepard immer, aber diesmal ist es nicht so. Jetzt der Pass über die Bande auf Rankel. Da gibt es Sögützu auch ein bisschen abgefälscht. Hat jetzt Shepard wieder auf Rankel versucht. Also diese Reihe passt eigentlich ganz gut. Besonders weil Busch und Rankel sich ja eigentlich ganz gut verstehen und lange schon miteinander spielen. Jetzt der Pfosten von Marcel Gottscher. Die Eisbärenverteidigung schläft hier ein bisschen und kriegt jetzt aber sowieso eine Strafe. Die wird jetzt für Stockcheck sein. Und die trifft Micky Dupont. Und ja, solche kleineren Eishockeyspieler, die kriegen ganz schön oft diese Strafe. Ja. Und Mannheim jetzt mit McMurtry
Der jetzt die Scheibe verliert. Und jetzt ist es Parlett auf McQueen und Hessler mit einem ordentlichen Schlagschuss. Ja, die Eisbären mit Hessler, der einen ordentlichen Check an Attack verteilt. Ja, Mannheim probiert. Jetzt verlieren sie die Scheibe über Kolarik und jetzt geht's über McQueen und Hessler, der mal wieder schießen darf. Da hatte Endras auch ein bisschen was zu tun gehabt. Wenn es überhaupt Endras ist, kann ja auch jemand anderes sein. Sehr schön ausgespielt und Hessler hat die Scheibe auch mal. Und kommt so weit, so gut vorbei und dann ist es Shepard. Ja, es ist Endras, der im Tor steht übrigens. Ja, und da verstehen sich Shepard und Kolarik. Haben sich ja gerade etwas in der Haare gehabt. Jetzt ist die Eisbären auch abgelaufen. Die Eisbären also wieder komplett. Und jetzt gleich mal mit dem Konter über Hessler. Jetzt hat sie Shepard. Der kriegt jetzt erstmal einen ordentlichen Check. Und Stuart spielt das auch sehr gut aus, damit er auch nicht so einen Check bekommt. Jetzt André Rankel wieder. Und Florian Busch. Ja, Shepard und Kujakubo haben sich auch ein bisschen in die Haare. Jetzt Daniel Spar kann sich die Scheibe an der blauen Linie von Hördler holen und Hördler muss jetzt überlegen, geht er ran oder lässt das so bleiben? Ja, Oppenheimer da ordentlich mal gecheckt. Und Vehanen hat den Puck. Und jetzt soll es wieder schnell gehen über Baxmann und Oppenheimer. Und jetzt gibt es die Strafe für Beinstellens. Wen wird es allerdings treffen? Eine 37, das müsste dann Larkin sein. Genau, Larkin bekommt die Strafe für Beinstellens. Natürlich hier wieder so fragwürdig, ob das so wirklich eine Strafe war, ob das wirklich so in Ordnung geht. Ja, die Powerplay-Teams, die Special-Teams hier, ganz okay. Jetzt Richmond auf Busch. Oliver. Und Oppenheimer out. Der war jetzt schon fast so gut wie drin, oder? Und Dupont probiert's. Das war gerade ein knapper Pfostenschuss, muss man dazu sagen. Und Dupont wird jetzt von David Wolf hier auch nicht weggehauen. Und Oppenheimer. Jetzt auf Dupont. Das Ding ist drin. Und Dupont legt sich erstmal hin. 2:1 hier. Das war Dupont sein dritter Saisontreffer. Und Oppenheimer jetzt auf Oliver versucht. Herr Marcel Gotch wurde da von Richmond ordentlich weggekachelt und Siguchi jetzt ganz alleine vom Tor. Ja, Berlin führt in Spiel 8. Und jetzt McQueen hat versucht, jetzt McMurtry. Palette sehr schön da rangegangen und jetzt wird die Scheibe geklärt und jetzt Konter über Backman. Und der schiebt rüber auf McQueen, der allerdings nicht treffen konnte.
Und Braun hat volle Kanne getroffen. Und jetzt Parlett auf McQueen. Jetzt hat sie Koyakovo. Und Luke Adam hat es mal probiert. Und jetzt Parlett. Nochmal auf Konstantin Braun. Jetzt geht's weiter. Über Florian Busch. Oh, der wird jetzt ordentlich weggehauen. Und jetzt hat Parlett auch mal die Nase voll. Den Stuart, den wollen sie alle, glaube ich, ein bisschen umchecken. Florian Busch jetzt mal mit dem Schlagschuss. Und jetzt wird Stuart da auch noch nicht angemacht, zum Glück. Ja, das Bulli gewonnen für Mannheim und dadurch steht es dann im zweiten Drittel 2:1. Mal sehen, was im dritten Drittel passiert. 2:1 auf jeden Fall für die Eisbären. Chat Koyakovo. Und jetzt geht's nach vorne. Die Mannheimer in dem Eistrikots mit dem Bulli gewinnen und gleich mal wieder vom Tor der Eisbären. Und ja, wir haben Mutter auch ordentlich beschäftigt. Und jetzt Florian Busch im Doppelpassversuch mit Dupont, aber Seguchi hat sie. Die Scheibe und die Eisbären. Die klären erstmal. Dupont jetzt auf Shepard. Danke und nochmal wieder Shepard. Und Seguchi. Ja, und Shepard, der jetzt mal ein bisschen tanzen möchte. Jetzt Dupont mal mit einem Direktschuss. Um wieder mal strategisch ordentlich abzuräumen und. Ja, Shepard hat da ordentlich gecheckt und jetzt wird es auch wieder eine Strafe gegen die Eisbären geben. Das ist doch Gott sei Dank. Oh, Einras sieht man da gerade an der Bank. Auf der Bank. Wie es sich da hinstellt. Ja, für Behinderung oder für Cross-Checking. Genau. Oh, das war gerade ein ordentlicher Schuss, der Mannheimer. Und nun kommt jetzt der Konter von Mark Oliver. Und da ist immer. Ja, die Eisbären haben ein gutes Unterzahlspiel. Ja, jetzt wird Adak da ein bisschen blöd angemacht von Oliver. Oh, Adak wird da ordentlich weggehauen von Oppenheimer und jetzt Seguchi auf McMurchy und Hördler. Und jetzt geht's weiter über Oppenheimer. Sehr schöner Schuss. McMurchy und Oppenheimer kann sich da die Scheibe erkämpfen und hat es hier mal auch gleich direkt probiert. Jetzt Parlett, der mit dem Schlagschuss einfach mal nach hinten drescht. Und Adak, jetzt schon wieder Oppenheimer mit dem Check. Oh, und jetzt Wehan, der jetzt wieder gefragt wurde. Ja, jetzt gibt es noch eine Strafe gegen die Eisbären. Wird gleich 5 gegen 3. Für 14 Sekunden. Es ist jetzt also wichtig für die Eisbären, das Bulli zu gewinnen. Das haben sie gewonnen und jetzt raus damit. Damit ist 5 gegen 4. Da ist es ja immer ein besseres Spiel. Und jetzt Aaron Johnson. Jetzt der lange Pass.
Ein Eisbär schon mal draußen. Jetzt nur noch 5 gegen 4. Und Wolf hat es mal probiert. Larkin auf Johnson. Oh, und Bernen saved heute wieder alles. Ja, ein Gegentor heute nur. Also drei Gegentore in zwei Spielen. Das bessert doch die Gegentordifferenz ein bisschen aus nach dem 11:2 gegen Nürnberg am ersten Spieltag. Ja, und jetzt wieder Hässler. Vorne am Machen. Und dann hätten sich die Adler auf jeden Fall das schon beinahe selber reingehauen. Ja, Johnson und McQueen hatten sich da kurz mal in der Haare gehabt. Auch schon wieder vergessene Sache. Und Johnson, das war jetzt ein Fehlpass. Den darf er nicht machen. So einer wie Shepard, der kämpft natürlich. Und jetzt hat... Jetzt hat... Aubrey die Nase voll, wollte sich Marcel Gotsch nehmen und dann kommt David Wolf. Der wollte sowieso mal kämpfen, der ist sowieso mal für Fight da und Aubrey, der rastet natürlich richtig aus jetzt. Der ist sauer auf Marcel Gotsch und David Wolf, der hat sich lange gehalten und kriegt hier ordentlich auf die Fresse. Ganz selten, dass David Wolf mal so auf die Fresse kriegt und Aubrey ist ja wirklich der Letzte, der irgendwo ausrastet. Aber... Nach so einem Check wäre ich auch sauer. Und Gotsch sagt dann, nee. Und Shepard liegt da aber auch erstmal noch. Das ist ja das Ding. Er lag noch während des Fights zwischen Aubrey und David Wolf. Ja, beide kriegen jetzt auch Spieldauer für unnötige Härte bzw. unsportliches Verhalten. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es denn James Shepard geht, weil das ist ein wichtiger Spieler der Eisbären. Und jetzt hier ein ordentlicher Check von Hörtler an Kolorek und so lange Pass auf Hörtler und der auf Rankel und Marcel Gotsch, der kriegt sowieso vielleicht noch das sein Fett weg. Oh, und Bern, der holt hier heute alles raus. Und jetzt nun André Rankel. Und Baxmann wieder auf Rankel und da ist das 3:1. Ja, für André Rankel ist das der 5. Saisontreffer. Und Mark Olver spielt in der Reihe von Busch und ja, und Mark Olver da, der hat schon Akdak schon ein paar Mal angemacht. Akdak sieht das jetzt aber nicht so. Jetzt gibt es da noch ein kleines bisschen Gequatsche zwischen den beiden. Fetti Wehan wird ja angezeigt, der holt heute sehr viel raus. Ja, und jetzt ist Richmond. Sein Spiel gelungen auf Rankel. Und Rankel auf... Wer war das? Auf Mark Olver. Ja, und Olver hat da Fässerling mal kurz angemacht. Und jetzt nun Richmond mit dem Schlagschuss. Jetzt gibt es auch die Strafe für Beinstellens. Ja, die Eisbären stehen allerdings auch relativ gut da. Aber leider ist Shepard in diesem Spiel nicht mehr da. Also er ist im Moment noch nicht zurückgekommen. Und jetzt Rankel auf damit Reul. Und jetzt haben die beiden sich ganz doll lieb. Das passiert selten, dass die beiden sich in der Haare haben. Aber bei so einem Spiel fighten sich auch natürlich so ein rieser breiter Protz wie Dennis Reul und der Captain der Eisbären André Rankel. Und Rankel haut da Reul aber auch ordentlich eine rein. Die Eisbären sind heute richtig schlecht gelaunt.
Die haben die Schnauze voll von den ganzen Checks der Eisbänder. Ranke fängt an mit den Facegrabs. Und dann kam Reul und dann haben sie sich beide die Handschuhe ausgezogen. Wobei die beiden sich doch recht gut verstanden haben. Und selber, glaube sogar in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Und jetzt heute aber völlig der Faden gerissen ist. Also und die Eisbären jetzt mit Black Ballett jetzt Kofüßer und Larkin. Die Eisbären immer noch in Powerplay. Die kommen jetzt mit Ballett. Der spielt allerdings auf Kofüßer. Und Kofüßer auf Oppenheimer. Versucht hat er das zumindest. Und ja, Mannheim schießt natürlich gleich wieder mal ins Berliner Drittel. Volle Feuer frei sozusagen und Oppenheimer und Buchwieser. Aber Petersen spielt eben auch noch mit. Der nimmt jetzt gerade an der Scheibe und dann hat er hinten Palette gesehen. Palette hat aber so dämlich aus der Drehung geschossen. Und jetzt hat Marcel Gotsch auch mal einen Check von Palette bekommen, aber der war jetzt nicht so ordentlich. Jetzt hat Marcel Gotsch den Puck und Konstantin Braun läuft da noch so ein bisschen entgegen. Ja, Marcel Gotsch, der schlendert hier auch so ein bisschen auf dem Eis rum, als hätte er keine Lust mehr irgendwie anzugreifen. Marcel Gotsch kriegt da schon wieder einen Check-up. Also der kriegt ganz schön einen Check-up, also muss man ja echt sagen. Ja, weil die Jungs aus Berlin ein bisschen sauer darüber sind, dass er Shepard jetzt verletzt hat. Ja, jetzt hier gab es einen Doppelcheck. Ja, und die Eisbären sind ordentlich dabei gewesen heute. Also noch 5 Minuten knapp. Und Vehanen, der holt heute auch alles raus. Und die Eisbären auch so. Also die haben 2 Faustkämpfe gerade gewonnen. Jetzt Thomas Oppenheimer und dann ist es auf Florian Busch. Super gespielt von den beiden, muss man sagen. 4:1. Berlin hat Mannheim heute richtig kalt gemacht. Also 5:2 und 4:1 im Moment. Das aber war es nicht sogar 5:3? Ich weiß es nicht so genau. Jetzt auf jeden Fall der lange Pass von Busch auf Mark Olver. Und Olver hat aber die Scheibe, obwohl noch ein bisschen zwischengestochert wurde. Und jetzt hat Mark Olver einen schweren Check bekommen. Und ja, die Eisbären mussten heute schon ein paar schwere Checks einfahren. Jetzt gibt es auf jeden Fall eine Strafe gegen die Eisbären für Stockschlag war es aber jetzt nicht. Da. Für unsportliches Verhalten. Da wollte Richmond noch mal kurz sagen, nee, nee, so geht's nicht und kriegt er gleich 2 Strafen für Unsportlichkeit. Okay. Aber es ist eh nur noch 1:59. Ja. Mannheim hat auch heute nicht so viel gebracht, außer das Tor. Aber warum kann ich nicht bis zum Spielende mal die Busche halten? Doch noch das 4:2 gefallen. 50 Sekunden sind noch, also für Mannheim wären noch Chancen. Aber trotzdem 4 Gegentore bloß in 2 Spielen. Das ist für die Eisbären nochmal was Gutes, nachdem sie 11:2, 7:6, ja, 8:7 oder nee, 6:5 nach Penalty-Schießen verloren haben. Und jetzt wird auch der Torhüter rausgenommen und jetzt hat Beckmann sich die Freude genommen, auf McQueen zu spielen und der freut sich natürlich wie ein Honigkuchen. 5:2. Das ist für McQueen jetzt auch der 4. Saisontreffer. Und jetzt Buchwieser und der provoziert natürlich und Larkin wird sauer und Buchwieser, der
Aber knockt da ordentlich aus. Ja, der hat auch die Nase voll. Und wollte auch mal ein bisschen austeilen. Ja, die Eisbären. Oh, da ist noch zwischen McQueen und McMurtry und diesen Fight. Der geht etwas länger. Ja, den Fight gewinnt auch McQueen. Also Doppelfight sogar. Einmal Larkin und Buchwieser und dann hatten sich McQueen und McMurtry noch in der Haare. Und alle vier Faustkämpfe gingen heute an die Eisbären. Also das ist ja das Erstaunliche dran. Alter Falter, das war mal zum Ende noch ein richtig krasses. Ein richtig krasser Moment. Jetzt flogen gerade ordentlich die Fäuste. Und da hat Paletti nochmal die Freude gemacht. Und hat auch nochmal zum 6-2 getroffen. Also, das ist echt wunderbar. Also gegen Mannheim so ein Ergebnis. Paletti, viertes Saisontor. Und auch Mark Olver hat probiert. Ja, und Beckmann wollte sich da jetzt auch nicht anlegen weiter. Ja, für Mannheim. Mannheim hat sich gut gehalten, aber Berlin war dann heute auch klar die bessere Mannschaft, auch die clevere Mannschaft, wenn man das sich anguckt, die ganzen Spielzüge, dann. Aber wobei Berlin heute auch sehr, sehr aggressiv war. So was. Also, na, im zweiten Drittel hat es, glaube ich, angefangen. Mit dem ganzen aggressiven Spiel und dann ging es dann weiter. Aber die Eisbären sind bestimmt noch nicht fertig heute mit den Toren. Also die hätten auch, glaube ich, jetzt noch mehr geschossen, aber leider von der Zeit her reicht es nicht mehr. Aber die Eisbären haben ordentlich einen Sieg eingefahren. 6-2, das ist schon ordentlich. Ordentliches Ergebnis. Sehen wir noch mal die ganzen cleveren Spiele. Das war schon ordentlich. Also heute haben die Eisbären ja noch mal so ein gutes Spiel abgeräumt wie gegen Ingolstadt. Also wobei, liebe Zuschauer, man muss auch sagen, jetzt für die Gegentordifferenz ganz gut, dass die Eisbären in beiden Spielen, also gegen Ingolstadt, da muss ich jetzt eh noch mal schauen. Jedenfalls sind die Eisbären auf Platz 6 und punktgleich mit Nürnberg und mit 3 Punkten wären sie auf Platz 3 schon, wenn der Rest das nicht macht. Also wenn man hier schaut, 11-2. Hier 11-2 und das war jetzt nicht so gut. Dann 8-7 gewonnen. Da gab es dann 11-7, 18 Gegentore. Dann hier 7-6 verloren. Dann gab es 18 plus 7, das sind 23. Dann haben sie hier 3 kassiert gegen Straubingen, gegen Köln haben sie 6 kassiert, dann haben sie 5 gegen München kassiert und dann 2 gegen Ingolstadt und jetzt nochmal 2 gegen Mannheim, also gegen Düsseldorf wäre dann das nächste Spiel, das ist allerdings noch nicht, darauf dürfte erst bis nächstes Spiel bitte warten, ja. Also die Eisbären, wie gesagt, jetzt müssen wir aber bloß schauen, wer von den Eisbären ist denn alles verletzt. Verletzungsberichte brauchen wir. Verletzungsbericht. Ja, James Shepard, Diagnose ausstehend. Also da wird noch keine abgegeben. Bei Mark Olver auch noch nicht wirklich. Wir schauen mal, wie das denn nach dem Spiel so wird. Jedenfalls, liebe Zuschauer, wir sehen uns im nächsten Spiel. Außer übrigens, Nürnberg hat auch noch gepunktet. Und dann würde ich sagen, ciao, bis dann, Leute, und Dynamo.